Yo Moinsen Leute, diesmal geht's um die M14 EWR Christmas. Ha, ich hab euch verarscht, like wenn ihr auch verarscht wurdet und dachte, das ist nämlich die EWR, die New EWR Xmas ist. Aber nein, es ist die alte aus dem letzten Jahr, also 2011 zu 2012. Auf jeden Fall, die gab's dazu mit der Chris Xmas, einmal dem Knife, nicht der SMG. Und natürlich der FN Mini Me 249 oder wie die auch immer heißt, Xmas. Ja, die hat man letztes Jahr gewonnen, natürlich auch für ZP. Dieses Jahr ist es ja die M14 New Xmas, die Chris Xmas, die AWM Xmas und die Schofel Xmas. Und ja, ich hab euch gut verarscht. Ihr dachtet sicherlich, das sei die New Xmas, jedoch habt euch grandios verarscht. Egal, woher man kommt, habe ich ja gesagt schon. Aus ZP, eben halt letztes Jahr hat man sie bekommen. Ich glaube nicht, dass man sie noch bekommt. Jetzt könnt ihr nur noch die New Xmas holen. Also holt euch sie, denn die M14 ist einfach nur hammergeil. Alle Versionen haben Full Wallbang, also eben halt durch die Kisten macht sie trotzdem immer noch normal, als ob sie nicht durch eine Kiste schießen würde. Also Headshot ist gleich Headshot durch die Kiste, ne? Mit einem Schuss. Wie geil ist das denn? Zudem, naja, wenn ihr damit leben könnt, dass ihr eine Noob-Waffe habt, denn ich finde sie eigentlich nicht noobig. Warum findet ihr sie noobig? Schreibt es in die Kommentare, denn eigentlich ist es genauso wie die andere Waffe, nur eben halt, diese hat mehr Power. Die AK ist selbst overpowered und macht sogar mehr Damage als die M14. Nur, dass die M14 durch die Wand schießen kann, macht sie doch nicht vielleicht noobig, oder? Egal. Ja, mit Rechtsklick bewirkt ihr nichts, mit Linksklick schießt ihr eben halt ganz gewohnt. Ja, vom Recoil her. Naja, manche sagen, sie hat kein Recoil, aber sie hat Recoil, auf jeden Fall. Vielleicht die ersten Schüsse nicht, aber das ist bei jeder Waffe so. Außerdem, wenn man lang genug mit einer Waffe spielt, dann geht doch schon alles klar mit der Waffe. Zudem ist sie eine der schnellsten Waffen, also der schnellsten Rifles, die nachladen können. Und das ist echt hammergeil, wie schnell die M14 Xmas nachlädt. Auf jeden Fall, Nachladezeit ist 1,7 Sekunden. Das ist schon heftig schnell, denn die M4 alleine braucht ja schon 2,4 und da seid ihr gut am Start. Besonders, dass die 35 zu 105 Munition hat, also insgesamt 140 Bullets, reicht es komplett aus, außer ihr sprüht euch natürlich durch, dann hat man natürlich keine Munition. Ganz gut finde ich das gemacht, dass vorne am Lauf eben halt das Rot ist und dann eben halt bei dem Vordergriff das so rot, orange und dann so ins Grüne kommt. Finde ich richtig gut gemacht, so wie die Streifen. Das ist echt geil, wie die M14 allgemein aussieht. Gefällt mir total hammergeil. Wiegen tut sie genauso wie die anderen Rifles, also es ist nicht wirklich ein Unterschied von der M4 her. Man läuft ja eigentlich allgemein so durchschnittlich mit einer Rifle, denn die meisten hauen ja auch nur mit einer Rifle auf den Markt und zieht durch. Diese Waffe ist einfach nur hammergeil. Die Headshot-Rate ist sehr, sehr hoch. Es macht Spaß, mit der zu spielen. Besonders mit dem Mauser, also mit der Mauser Halloween und dem Kukri Royal Dragon spiele ich gerne. Also das ist mein Limited Pack. Selbst die Nate. Ich weiß nicht, ich habe noch eine Halloween Nate. Und es ist einfach nur geil. Jetzt fehlt nur noch Flashbang, die Limited ist und die Smoke Grenade. Aber nevermind. Optisch passt alles sehr gut an ihr. Ich finde, der Sound ist auch perfekt. Also, das hört sich nicht so weich an. Es hört sich auch nicht zu hart an. Es ist geil. Man spürt richtig diese Power schon alleine von dem Sound. Und, naja. Auf jeden Fall vom Punkt Damage her. Auf den Kopf macht sie 100. Egal, ob durch Kiste, auf den Oberkörper. Macht sie ungefähr von der Close Range natürlich. 37 bis 39 Damage. Auf die Füße macht sie an die 22 bis 24 Damage. Ja, also, ich kann sie euch nur empfehlen, auf jeden Fall die New Xmas oder auf der Xmas zu drehen, denn es lohnt sich auf jeden Fall. Die Xmas an sich ist eine richtig schöne Waffe. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt nochmal rauskommt, aber ich muss sie eigentlich haben, aber ich habe kein Geld und ich werde auch kein Geld reinstecken mehr in Crosshair. Tut mir leid, ich werde jetzt diese Zeit so bereuen, da wo ich kein Geld reinstecke, aber es ist wirklich, naja, Crosshair ist mir leicht abzugründen, muss ich schon sagen. But never mind. Ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen, denn man hat Spaß mit ihr, man merkt wirklich diese Power, man ist wirklich inspiriert dann, noch mehr mit der zu spielen, egal. Wenn ihr jetzt schon zum Beispiel ein M14-Benutzer seid, eben halt einer, der eine M14 hat, dann würde ich sie nicht als noobig bezeichnen. Nein, ich liebe die M14 und egal, wer sagt, das ist noobig, ey Junge, komm mal klar, voll Wallbang und so. Nein, es ist Skill. Trotzdem ist es Skill. Was? Skill sagst du zu der M14? Ja, ich sag Skill zu der M14, denn
Nicht jeder kann mit der M14 umgehen und es gibt wirklich bessere Spieler mit der M14, es gibt bessere Spieler mit der M4. Ihr könnt euch selber darauf aneignen. Ich bin jedoch stolz, dass ich eine M14 habe, also M14 X müssen zweimal. Und zweimal. Habe ich ja letztes Jahr gedreht und ich habe sie ja gewonnen. Zweimal. Und das war's von mir. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr abonnieren würdet, like, wenn ich euch, wenn ihr dachtet, dass es die M14 New Xmas sei. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut einfach mal bei meinem Partner kann. Bye. Yeah.